Servus Leute und willkommen zurück zu City6L 2012. Ja, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier hinten dieses Gebiet noch fertig, damit wir da mal die Autobahnabdeckung quasi richtig fertig haben. Ich muss jetzt immer ein bisschen drauf schauen, dass ich hier... Alter, haben wir wenig Schwerindustrie. Ich brauche Schwerindustrie, sehe schon. Aber erstens mal brauche ich natürlich auch Führungs- und Spitzenkräfte und später auch wieder Qualifizierte, weil die ja auch langsam knapp werden. Die Ungelernten haben wir ja noch einen Überschuss, da müssen wir aber auch aufpassen, glaube ich. Ach, wir verkaufen ja noch 13, auch du Heilige. Ja, wir haben zu viel, ich merke schon. Okay. Führungs- und Spitzenkräfte sind halt jetzt wichtig, damit unsere Büros anlaufen. Wie sieht es denn da eigentlich gerade aus? Da haben wir jetzt einigermaßen wieder ausgeglichen. Das Problem ist, wir brauchen auch wieder mehr, wenn wir Spitzenkräfte dazu bauen. Das ist ein gewisses Problem. Ja, Univiertel wird dann vermutlich irgendwo auf diese Seite kommen. Ich dachte mir, dass ich hier drüben so ein Neubaubüro, Univiertel, was auch immer bauen möchte. So im Stile des Frankfurter Europaviertels quasi. Und das halt, man kann sich ja vorstellen, dass hier in der Gegend früher mal ein Güterbahnhof oder ein Industriegebiet war oder sowas, wie halt in Frankfurt auch. Und dass da dann irgendwas drüber gebaut wurde, weil man das nicht mehr brauchte. War ja in Frankfurt auch so mit dem Europaviertel. Finde ich übrigens eine coole Sache, dass man sowas auch macht. Bin ich mal ein Fan von sowas, von so Umwandlungen im Endeffekt. Das Gebäude kenne ich doch gar nicht. Das habe ich wahrscheinlich unbewusst ständig gebaut und nie bewusst wahrgenommen, das Ding. Das ist aber, glaube ich, ein Mod. Ja, das glaube ich ist ein Mod. Aber ist ja auch egal. Gibt es hier was Niedrigeres? Ja gut, warum frage ich überhaupt? Hier gibt es aber ein paar ja gut, ist Ansichtssache, ob es niedriger ist oder nicht, ne? Aber ich glaube hier hinten... Ja, das Problem ist halt, hier haben wir jetzt wieder so viel Freifläche, die ich nicht nutzen kann. Ich glaube, ich verlege die Parkplätze ein bisschen weiter nach hinten, dass ich hier noch ein Gebäude hinkriege. Weil sonst ist das hier so leer. Das ist zu hässlich. Das ist zu hoch. Das ist auch zu hoch. Man könnte es natürlich theoretisch die noch hinstellen, aber ich hätte eher gern was Modernes hier an der Promenade. Wenn man das Promenade nennen kann, was ich hier baue. Die haben wir auch schon gebaut gehabt da, das will ich jetzt nicht übertreiben. Das haben wir auch schon, das ist auch hässlich. Aber gut, hässlich ist natürlich ein sehr, sehr dehnbarer Begriff in dem Falle. Man könnte natürlich auch hier sowas bauen. Ich meine, das ist ja auch relativ modern, also ist zwar jetzt qualifiziert, aber die brauchen wir ja auch, insofern passt das schon. Hier vorne... Soll ich da noch eine Erweiterung von dem Park hinbauen? Wäre sinnvoll, ne? Würde jetzt komisch aussehen, wenn es hier mit irgendwas mit einem Gebäude weitergeht. Ich glaube, es ist so sinnvoller. Ich meine ja nur. Also am Rande. Da hatte ich den Weg, ne? Dann können wir hier noch einen kleinen Park oder sowas reinbauen. Und eventuell sogar hier hinten... Ja, das ist zu knapp. Schade. Sonst hätte ich hier noch ein Beet am Rande hinbauen können. Aber ich glaube, ich baue da lieber Parkplätze rein. Das wäre, glaube ich, sinnvoller. Wobei ich mich gerade frage, ob man das Gebiet hier hinten noch irgendwie, also hier innen drin noch irgendwie nutzen kann, anderweitig. Ich glaube aber fast nicht. Ich wüsste halt nicht mit was, das ist das Problem. Es ist jetzt schwierig hier zu füllen. Ich meine, man könnte... hier theoretisch noch weiter bauen. Ob das jetzt so attraktiv ist, weiß ich aber nicht. Ich sollte mir angewöhnen, immer mit diesen Water Roads zu bauen. Habe ich ja irgendwie auch gemacht, aber immer irgendwie habe ich es in der letzten Zeit ständig vergessen. Weiß auch nicht warum. So. Ich habe gestern, also heute ist Sonntag, wenn ich das aufnehme, ich habe gestern Prison Architect ausprobiert weiter. Ich hatte ja gesagt, ich mache da irgendwas. Aber dazu mache ich mal ein extra Video zu dem Thema, glaube ich, das ist besser. Weil sonst muss ich hier wieder... Sonst wird es wieder nichts hier. Oh, wie kann ich denn jetzt... Wieso baut sich das so komisch gerade? Wieso ist das nicht gerade? Hä? Was ist hier falsch? Wieso... Ja, okay, wieso geht das doch? Hä? I don't get it. Wieso geht es nach unten? Das verstehe ich nicht. Wieso kann ich hier nicht... Hä? Wieso kann ich das so komisch nur bauen? Ich meine, ihr seht doch das Problem, ne? Es ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Aber gut. Dann müssen wir es halt so machen. Geht es vielleicht jetzt, wenn ich es so verbinde? Nein, auch nicht. Okay, ja, dann lassen wir es so. Ist ja auch egal. Ist ja nicht so tragisch.
Das Problem ist halt nicht, ich wüsste nicht mal, was ich hinten jetzt bauen soll. Also das passt ja so oder so nicht mehr hin hier. Der mittleren Dichte passt, glaube ich, auch nicht mal mehr was hin, ne? Ist jetzt ein bisschen doof. Man könnte natürlich sowas da hinbauen. Oder mal wieder mein Lieblingsgebäude, das ich irgendwie 300.000 Mal in der ganzen Stadt platziert habe, gefühlt. Aber sonst sieht es hier ein bisschen mau aus, ne? Ich meine, es ist halt echt doof, die Gegend hier hinten zu füllen. Ach du Heilige, das geht. Wusste ich gar nicht. Das könnte man sogar machen. Ja, es ist ein bisschen blöd von der Platzierung her, ne? So ein bisschen. Ganz kleines bisschen nur. Kann ich da vielleicht irgendein Gebäude nutzen, das hier vielleicht reinpassen würde? So als Verbindungs... Nee, nicht ganz. So als Verbindungsstückchen. Es ist zu alt, sonst wird das vielleicht sogar gehen. Ich muss jetzt halt ein bisschen rumcheaten hier. Könnte man auch machen irgendwie. Es sieht halt so bescheuert aus hier hinten dann, ne? Nee, das kann man nicht bringen. Gibt's hier vielleicht... Ne, da brauche ich gar nicht schauen. Aber hier gibt's vielleicht ein paar Gebäude... Nein. Nein. Möglich. Kann ich das hier irgendwie so... Spiel, please, lass mich bauen. Kann ich das hier irgendwie so einbauen, dass das hier nicht so bescheuert aussieht? Ach du Heilige. Es, glaube ich, geht nicht so. Also das würde noch am ehesten hier reinpassen, aber ich glaube, das sieht auch mehr oder weniger bescheuert aus, oder? Wenn man das so baut. Das hier wird vielleicht noch gehen. Was von der Form her passt das... Na, ich glaube, ich lasse das einfach frei. Ich glaube, ich mache mir da jetzt keinen... Oder vielleicht... Moment. Oder vielleicht sowas. Und einfach so ein einzelnes Gebäude dazwischen stellen. Ich meine, es ist nicht das Attraktivste der Welt, aber kann man machen, oder? Kann man die hier vorne noch? Nee, schade. Da ist der Parkplatz im Weg, leider. Dann mache ich den Parkplatz. Den Parkplatz will ich anwählen, danke. Mache ich den Parkplatz kürzer und baue hier noch solche Gebäude hin. Die kann man so. Die könnte ich sogar hier anbauen. Es würde sogar gehen. Dann bauen wir das hier einfach an. Aber ich muss schauen, dass das von hinten angebaut wird. Moment. Die letzten Tage haben wir wieder ein bisschen. Also, das heißt, die letzten Tage einmal Europa Universalis gespielt. Muss ich auch mal jetzt irgendwann das Projekt dann starten, damit da mal was vorwärts geht. Wird auf jeden Fall kommen. Ich habe auch echt Bock drauf eigentlich. Ja, das Platzieren hier ist jetzt ein bisschen fummelig. Aber vor dem Westen will ich eh nichts bauen. Das passt so schon, glaube ich. Jetzt kommt hier noch vielleicht ein kurzer Parkplatz hin. Wobei man natürlich auch. Ist immer doof, dass die Gebäude hier im Weg sind irgendwie. So noch. Ich meine, die passen jetzt vom Stil her einigermaßen hier mit dazu. Deswegen habe ich die da gebaut. Also von nicht direkt vom Stil, sondern von der Außenfarbe und vom. Na gut. Die sind nicht ganz so ab. So altbacken wie die anderen Gebäude, die meistens hier rumstehen. Ach, darf ich bitte? Danke. Dann haben wir hier halt hinten das ein bisschen gefüllt, weil das ist sonst so leer. Und das will ich nicht. Es soll ja alles dicht wirken. Ist zwar jetzt ein bisschen seltsame Straßenführung hier hinten, aber ich glaube, das geht schon so. Was mache ich denn hier jetzt rein? Plaza oder eher... Ja, Wald sieht jetzt auch komisch aus, beziehungsweise... Wald ist das ja direkt nicht. Sind ja... Ist ja auch ein Park irgendwie. Aber ich glaube, das sieht nicht so gut aus, oder? Ich glaube, da fahre ich mit sowas hier besser. Ich will es jetzt auch nicht durchgehend hier durchziehen, oder? Ja, hier vorne nicht. Da muss was anderes rein. Die Parkgestaltung. Hier muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache. Hier kann man das noch machen. Mit dem Grau. Ja, ich glaube, das sieht besser aus, wenn wir hier ein bisschen mit dem Grau arbeiten. Das ich interessanterweise hier vorne auch unbewusst schon wieder genommen habe. Aber gut, dann passt es wenigstens zusammen. So ein bisschen. Hier vorne muss ich mir was überlegen für die beiden Flächen. Wobei hier könnte man theoretisch noch. Ist ja auch noch ein Vorplatz von dem Hotel. Ich meine, hier ist. Nee, hier ist kein Eingang, oder? Sieht nur so aus. Ist auch egal. Hier sind auf jeden Fall Eingänge. Die sind aber irgendwie vergittert. Ist auch geil. Sehr freundlicher Hoteleingang. Ja, hier sind die. Hier ist der Haupteingang. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, gar kein Eingang, oder? Hier ist auf jeden Fall der Haupteingang.
kann man so sagen. Hier drüben ist auf jeden Fall kein Eingang, da ist nur eine Glasfront. Das ist das falsche Gebäude. Ich möchte nur mal schauen, ob hier... Hallo, ich möchte hier durch, danke. Hier ist kein Eingang, ne? Das sind nur Fenster und so Sachen. Dann hätte die Plaza gar nicht sein müssen, aber gut, ist ja auch egal. Hier ist, glaube ich, sogar noch ein Seiteneingang, oder? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall irgend so eine Lieferzufahrt. Ist ja auch egal. Prinzipiell. Wie sieht denn das jetzt von der Promenade aus, das ganze Ding? Von der anderen Seite. Ja doch, ich glaube, das kann man lassen, oder? Uäh. Sieht doch ganz gut aus. Der Messeturm sticht mit seiner Farbe natürlich jetzt ein bisschen raus hier. Das ist irgendwo klar. Aber gut, der passt schon irgendwie rein hier. Ist halt mal was anderes als das ständige graue Glas-Baugedöns-Zeugs. Was jetzt ein sehr interessantes Wortkonstrukt war gerade. Kann man auch machen. Ach, was kann ich denn jetzt hier für einen Platz nehmen? Ich könnte jetzt natürlich so American Oder der passt sogar einigermaßen, oder? Lassen wir jetzt einfach. Hier habe ich das. Okay, dann haben wir hier alles voll. Erstmal. Haben wir auch wieder ein paar Bewohner mehr. Ich glaube aber immer noch nicht, dass das reicht. Nee, nicht ganz. Reicht nicht ganz. Okay. Hier hinten hatten wir auch noch Führungs- und Spitzenkräfte. Das musste ich letzte Folge nochmal bauen, weil mir der Spiegel abgeschmiert ist. Also nicht wundern, wenn hier was anders aussieht. Wie sieht es jetzt eigentlich von der Strandseite aus? Sieht man diese neuen Türme jetzt hier? Ja, so ein bisschen im Hintergrund. Also die fallen nicht wirklich auf. Und das war ja auch eigentlich mein Plan. Dass das hier von der Seaside quasi überhaupt nicht so groß aufträgt, dass das überhaupt nicht alles überragt, das soll auch nicht so der Fall sein. Jetzt haben wir hier quasi zwei Wahrzeichen, einmal, eigentlich drei. Ja gut, zwei. Einmal diese beiden, dieses Double Trade Center Komplex und einmal hier hinten dieser, wie heißt das Ding nochmal? Ich habe keine Ahnung. Dieser Turm da, den man nicht so direkt sieht. Das ist quasi hier von der alten Skyline, das ist hier ein bisschen so der neue Teil. Und ja, da haben wir da ein paar so Wahrzeichen, das ist auf jeden Fall ganz nett. Flughafen ist auch so eine Sache, ne? Der ist aber auch inzwischen fertig und ich bin sehr stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir der sehr gut gefällt. Immer noch. Vom Flughafen aus, wie sieht's denn da aus? Vom Flughafen sieht man es ein bisschen eher, aber auch nicht so nicht so aufdringlich hier hinten. Also das ist alles sehr dezent und das gefällt mir eben ganz gut. Hinten sieht man es dann ein bisschen hier, weil hier dieser große Schnellstraßenring durchgeht und auf der anderen Seite geht es natürlich noch weiter. Ich müsste auch... Ach ja, das ist ja die Straße nach hinten. Ach ja, die hat sich ja so komisch angefügt, das müsste ich auch mal ändern. Aber gut, die Autobahnbaustelle ist jetzt nicht unbedingt das, was mir am besten gefällt an dieser ganzen Stadt, muss ich sagen. Aber gut, immerhin ist die Autobahn mal fertig, das war ja auch so ein Gefummel hier hinten. Und die Straße hier ist auch irgendwie sinnfrei, aber die brauchen wir fast. Weil da natürlich unsere Ölfelder dranhängen und unser Wasser. Wobei wir auch nicht wirklich von Öl leben. Ich meine, wir leben eigentlich von Strom. Was irgendwie schon ziemlich traurig ist. Aber gut. Hier hinten ist die Autobahn. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir da weiterbauen. Jetzt schaue ich mal hier hinten, wie es da weiterläuft. Das ist ja alles hier Produktionsgewerbe, ne? Genau. Wir dürften auf jeden Fall dann den Überschuss an Produktionsgewerbe bekommen. Und dadurch einen krassen Mangel an Schwerindustrie. Das ist ein kleiner Nachteil an der Sache. Werden wir mal schauen, ob wir das wieder hinkriegen irgendwie. Hier müsste ich echt mal weiterbauen. Hier sind halt vor allem schon wieder überall qualifizierte Arbeiter. Was natürlich auch ein Vorteil ist, weil brauchen wir ja sowieso wieder. Aber momentan haben wir halt eher die Priorität bei Ungelernten. Schmarren. Führungskräften, nicht Ungelernte, das wäre komisch. Deswegen müssen wir da mal schauen, dass wir das ein bisschen... Ja, ich kann ja mal da weiterbauen ein bisschen, dass wir da auch mal weiterkommen. Ich meine, das könnte mal ganz nett sein, dass wir da mal weiterkommen. So, hier verbinden, dann haben wir hier wieder ein Feld. Das lasse ich mal. Wobei, man könnte es ja so verbinden. Dann hätten wir hier ein Feld und hier geht es auch weiter. Dann haben wir diese komische Rundung nicht, die man nicht so richtig bebauen kann immer. Ich meine, hinten soll es ja weitergehen, noch ein bisschen in die Richtung da quasi. Und da wollte ich ja auch mal schauen, dass ich hier vielleicht dieses German Pack mal nutze. Auch wenn es nicht hundertprozentig reinpasst, aber ich glaube, das geht schon so weit. So, Europa Pack. Das ist natürlich gerade wieder die falsche Richtung.
Ja, ich glaube, das kann man anbieten. Ist jetzt nicht wirklich dieser südländische Stil, das muss man dazu sagen. Aber ich glaube, das geht schon. Es passt jetzt irgendwie nicht so direkt dazu. Man muss halt schauen, dass man vielleicht nicht gerade das größte Barockgebäude überhaupt findet hier. Das ist auch klar. Also so Sachen kann man auf jeden Fall bauen. Das sind auch hier sehr große Gebäude auf jeden Fall. Aber es soll ja hinten auch dichter werden. Was wohnt denn hier drin? Ungelernte. Ja, das ist natürlich suboptimal. Warum wohnen hier in diesen Gebäuden ungelernte Arbeiter? Das finde ich unrealistisch. Kannst du gerne mal versuchen, als ungelernter Arbeiter in so einem Haus in der deutschen Innenstadt eine Wohnung zu bekommen. Da zahlst du dich dumm und dämlich. Also, das glaube ich ist nicht sehr realitätsgetreu. Irgendwas ist hier schief. Ach, es gibt. Ach du Heilige. Ja, das ist ein bisschen bunt. Das sieht aus wie ein Rathaus. Wieso ist die Straße schief? Ach so, deshalb. Ah ja, natürlich ist die schief. Ist ja klar. Ja, toll, ne? Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja gut, dann müssen wir da eine kleine Plaza bauen. Das ist auch kein Problem. Doch, das ist ein Problem. Shit. Nee, das ist kein Problem. Ich kann mich nicht entscheiden. Tut mir leid. Ich muss kurz mal das machen. Aus Gründen, Moment. Ich brauche hier nur eine gerade Straße durch, damit ich das richtig hinkriege. Es kommt gleich wieder hin, alles, was ich da hatte früher. 16 Minuten haben wir schon wieder. Das heißt, ich mache gleich eine Aufnahmepause. Glaube ich. Ja, man sollte hier vielleicht schauen, dass man ein bisschen diese schwarzen und grauen Dächer vermeidet, weil die passen hier nicht so direkt rein. Kann man aber trotzdem irgendwie machen. Was ist das für ein komisches Gebäude? Ja, sowas würde ich dann eher doch vermeiden. Ach du Heilige. Sowas würde ich dann eher doch vermeiden, wenn ich jetzt mal reden dürfte, ohne mich ständig zu wundern. Ja, kann man aber auch machen eigentlich. Aber es passt hier nicht so. Ich baue es mal lieber nicht. Irgendwelche Mods, die kein Bild haben, kein Beschreibungsbild, sind mir grundsätzlich suspekt. Man weiß ja nie so genau. Dann müssen wir halt jetzt hier ein bisschen schauen, dass wir da wieder in diese niedrigere Zone kommen. Das heißt, wir müssen da so Sachen anbauen, was an sich auch nicht mal schlecht dazu passt. Ich meine, es geht jetzt, ne? Man muss halt da ein bisschen kombinieren. Haben halt ja auch ein paar Deutsche gewohnt in dem Viertel. Kann man ja auch sagen. Da ist man ja flexibel. Oder wir trennen das und ich fange hier vorne wieder an. Es geht auch. Haben wir so einen kleinen Innenhof oder sowas in die Richtung. Ich muss halt schauen, dass ich da wieder niedriger werde, sonst habe ich wieder so einen krassen Übergang. Das will ich ja auch nicht. Das passt hier sogar. Ja, das passt hier sogar. Cool. Ich finde diese Packs auf jeden Fall super und ich werde die auch, wenn es geht, jetzt halt weiter nutzen. Man muss halt immer schauen, wie es aussieht. Aber ich glaube, das passt schon ein. Das war so nicht geplant. Ich glaube, das passt hier schon einigermaßen rein, oder? Wieso hat das keine Kollisionsbox? Das wundert mich gerade ein bisschen. Die haben beide keine Kollisionsbox, okay. Ich hinterfrag's nicht. Ja, okay, übertreiben will ich es jetzt nicht mit den Gebäuden. So, jetzt bräuchte ich nur eine An. Ja, jetzt bräuchte ich hier so eine. Das ist wieder das gleiche Gebäude. Ich will nicht übertreiben mit denen. Ich will allgemein nicht übertreiben. Tu es trotzdem immer wieder. So. Hier haben wir noch so ein Gebäude. Das muss ich jetzt hier reinflicken irgendwie. Oh, das passt ja sogar. Cool. Ja, sind es natürlich die gleichen Gebäude mit sehr, 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 sehr vielen Dachlichtern. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so unrealistisch. Das passt jetzt nicht so ganz. Aber die passen noch rein. Ich glaube, das ist sogar das. Das ist das gleiche Gebäude, ne? Oder zumindest ähnlich. Ähnlicher Stil hier. Kann ich da noch das schließen? Man kann die so ineinander bauen, dass das nicht auffällt. Eigentlich. Ja, theoretisch. Wie sieht das jetzt aus? Backt ein bisschen, geht aber. Dann habe ich hier ein bisschen dichtere Bebauung. Hi, Autospeichern, danke, dass du mir das ganze Spiel wieder kaputt lägst. So, hier hinten müssen wir jetzt. Ach ja, stimmt. Ich musste da ja noch was ändern. Moment.
So, das war so geplant. Jetzt muss ich halt jetzt mit Plas ausfüllen, das ist ja nicht das Problem. Das Blöde ist halt jetzt, dass hier überall ungelernte Arbeiter drin wohnen. Nee, auch Qualifizierte, okay. Aha, I see. Okay. Gibt also auch Qualifizierte hier drin. Ist ganz praktisch, weil dann haben wir zumindest nicht nur Ungelernte, weil die brauchen wir ja irgendwie nicht. Das ist ein bisschen doof. Das ist ein sehr bunt gemixtes Gebiet auf jeden Fall hier. Im Endeffekt. Ich mache mal eine Aufnahmepause jetzt. 20 Minuten sind schon wieder um. Man sieht sich morgen in der nächsten Folge. Und bis dahin, Servus.